DAX mal wieder rot. Hätten wir vielleicht lieber gar nicht so ausführlich gesehen, aber sieht heute nicht so besonders bullisch aus. Minus 0,5% aktuell. Na, wir haben mal wieder schlechte Vorgaben aus China gekriegt. Caixin Einkaufsmanager-Index vom Dienstleistungssektor. Deutlich schlechter als im letzten Monat. Deutlich schlechter als erwartet. Zwar noch im Expansionsterritorium mit einem Wert knapp über 52, aber eben weiter deutlich abgekühlt und damit mehrere Werte in Folge von mehreren Monaten, die hier Rückläufigkeit zeigen. Und das unterstreicht im Prinzip, dass dieses Reopening-Momentum mehr oder weniger komplett rausgeht aus dem chinesischen Markt. Wir haben es in den letzten Tagen schon ein paar Mal gehabt. People's Bank of China, Zinskürzungen, man versucht die Wirtschaft zu stützen. Und anscheinend ist es hier wirklich die Binnenwirtschaft, die hier ein bisschen klemmt. Denn wir haben Rekordexportwerte gesehen. Also der Export brummt. Binnenwirtschaftlich sieht es in China nicht so gut aus, ansonsten würden eben die Einkaufsmanager-Indizes nicht weiter nach unten zeigen. Und das ist halt ein Problem und das könnte sich mittelfristig eben auch als Problem für die Euro-Region rausstellen und dementsprechend ist der DAX heute hier, so ein bisschen unter Druck. Von den 40 DAX-Werten können sich im Moment so ungefähr 10 im grünen Bereich halten, um die 30 sind hier heute rot.